Hi Leute, ich hoffe, euch geht es gut. In diesem Video sprechen wir über Snacks für die Mittagspause. Cool, dass ich hier begrüßen darf. Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und habe ein bisschen was eingekauft, was ich euch ganz gerne präsentieren würde. Wahrscheinlich muss ich irgendwo Werbung hinschreiben. Das ist aber unbezahlte Werbung. Ich habe die Produkte gerade eben selber gekauft, weil ich ja sowas snacke, weil ich sowas zwischendurch esse und euch ganz einfach mal vorstellen wollte. Viele da draußen schreiben immer wieder, sie wissen nicht, was ich oder was sie in den Pausen vielleicht essen sollen, was sie snacken sollen und so weiter. Und ich habe bei einem Discounter eingekauft. Hab also die Preise vorliegen, kann euch ganz genau sagen, was wie viel gekostet hat und warum ich das vielleicht ausgewählt habe. Die Reihenfolge der Produkte hat überhaupt keine Relevanz. Ich nehme einfach irgendwas, was ich jetzt gerade auf dem Tisch liegen habe, stelle euch das vor und sage, warum ich das gut finde und weshalb ich euch das empfehlen würde. Produkt Nummer 1 ist eine Nussmischung. Ich decke mal eben die Marke ab. Ein Nussmix. In diesem Fall ist es leider ein geröstet und gesalzener. Eigentlich nehme ich das nicht so, sondern eher so im Rahmen von Studentenfutter. Habe aber eben nicht drauf geachtet. Ich habe einfach nur flott was in den Korb geschmissen und dabei war es leider das. Macht aber nichts. Normalerweise ist da sogar noch ein bisschen mehr Kalorien oder sind da ein bisschen mehr Kalorien drin. Wir haben jetzt hier 150 Gramm. 30 Gramm sollen eine Portion darstellen und 30 Gramm, das ist so eine kleine Hand, haben 188 Kalorien, was schon mal eine mega gute Sache ist. Wir haben 16 Gramm Fett, ist okay. 4,1 Gramm Kohlenhydrate und 6,1 Gramm Eiweiß. Ihr seht, das sind sehr viele Fette. In diesem Fall, wahrscheinlich weil es geröstet ist, nochmal ein paar Fette mehr. Aber ihr müsst euch klar machen, dass in Nüssen sowieso relativ viele Fette drin sind und meistens sehr gesunde Fette. Von Nüssen braucht ihr keine Angst haben und sowas geht immer zwischendurch. Eine kleine Handvoll mit Nüssen kann man immer zwischendurch essen. Gekostet haben diese 150 Gramm Nüsse 1,39 Euro und ich denke, 1,39 Euro kann sich wirklich jeder leisten. Ihr sollt nicht eine ganze Packung am Tag essen. Ihr könnt euch diese Packung auf eine Woche aufteilen, habt dann immer zwischendurch mal 180 Kalorien oder so. Mega, mega gut. Produkt Nummer 2 sind meine, ich muss mal eben suchen, wo hier eine Marke drauf steht. Ich glaube, das da oben ist die Marke, sind meine geliebten Salamis oder Würste. Und hier in diesem Fall sind es Tiroler Kaminwurzel, ich hoffe, das spricht man so aus, mit Chili geräuchert und Luft getrocknet. Natürlich ist das nicht für Veganer geeignet oder Vegetarier, aber ich esse ganz gerne zwischendurch ein bisschen Fleisch. Und ja, diese Würste sind meistens ein bisschen fettiger, keine Frage. Wir haben jetzt pro Portion, ich glaube ein so ein Würstchen oder eine Wurst mit 19 Gramm steht hier, haben wir 84 Kalorien. 84 Kalorien bestehend aus 6,7 Gramm Fett, unter 0,5 Gramm Kohlenhydrate und 6 Gramm Eiweiß. Das heißt, wir haben schöne Eiweiß-Fett-Verteilung. Es sind genügend Eiweiße drin und genügend Fette drin. Die Fette sind natürlich meistens jetzt nicht so die geilsten, vor allem weil es halt aus Schweinefleisch besteht. Aber sie schmecken mir echt gut und für zwischendurch empfehle ich ja grundsätzlich eigentlich immer nur Sachen zu essen, die einem gut schmecken. Und mir schmecken diese Würste gut und deshalb empfehle ich euch solche Würste. Da gibt es ja auch verschiedenste von Beefy und von was weiß ich. Da gibt es Fake-Marken. Ist ja auch scheißegal. Ihr müsst das raussuchen, was ihr euch leisten könnt und was schmeckt. Diese Packung kostet 2 Euro, 1,99 Euro. Und da sind dann im Endeffekt sind das dann 700 oder 800 Kalorien für zwischendurch. Ich esse dann so zwei Würste oder so beim Videos schneiden, jetzt gleich wahrscheinlich schon. Mega, mega lecker. Produkt Nummer 3, und ich hoffe, wir sind bei 3, weil meine Freundin mich gerade unterbrochen hat. Produkt Nummer 3 sind, Marke abdecken, Salzstangen. Dieses Paket Salzstangen hat nur 39 Cent gekostet und auch 39 Cent, davon gehe ich aus, dass sich eigentlich quasi jeder sowas leisten kann. 39 Cent, mega. Ich habe Salzstangen eigentlich innerhalb von 3 Stunden weg oder so. Die ganze Packung ist nicht so gut für den Körper aufgrund des ganzen Natriums. Aber wir bringen hier eine Menge an Kalorien mit. Da sind 250 Gramm drin. Auf 100 Gramm haben wir 380 Kalorien. Also eine mega coole Sache. Natürlich hauptsächlich aus Kohlenhydraten, also 71 Gramm Kohlenhydrate. Aber wir haben zum Beispiel auch 11 Gramm Eiweiß drin. Das ist natürlich mega, mega cool. Ich finde, für 39 Cent kann man eigentlich keinen besseren Snack fürs Büro oder für den PC oder so haben. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht die ganze Tastatur voll krümelt. Aber ansonsten kann man auch während des Filme gucken, wenn man irgendwelche Netflix-Serien guckt, da kann man immer zwischendurch Salzstangen essen und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Produkt Nummer 4 ist die Salzbrezel oder die Brezel, je nachdem, wo man die kauft. Ne, das ist immer Salzbrezel oder Brezel, ist ja auch egal. Brezel. Ich liebe das. Ihr merkt, ich habe eben schon die Salzstangen gezeigt. Ich liebe dieses
Salz-Gebäck-mäßige. Ich finde es einfach mega lecker. Und deshalb habe ich mich auch wieder für die Brezel entschieden. Vor allem kostet so eine Brezel, je nachdem wo man die kauft, ungefähr 30 bis maximal 70, 80 Cent, wenn man sie dann beim Bäcker kauft. Ich habe sie jetzt eben beim Discounter mitgenommen für 20 oder 30 Cent. Wir haben bei einer Brezel, habe ich hier mal aufgerufen am Computer, weil es natürlich nicht auf der Brezel draufsteht, haben wir auf 100 Gramm 380 Kalorien. Und so eine Brezel, kennt ihr selber, ist eigentlich innerhalb von 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten weg. Jetzt bei Produkt Nummer 5 kommen wir langsam in eine andere Nische rein, wenn man das so sagen kann. In eine andere Richtung, und zwar in die Richtung Trinken. Ich sag immer wieder, und jetzt habt ihr doch tatsächlich mal die Marke gesehen, ist ja auch egal, ich schreibe einfach ein Werbevideo hin, obwohl es nicht bezahlt ist. Trinken. Ich sag immer wieder, dass ihr nicht nur unbedingt Wasser trinken müsst. Wasser ist sehr gesund und auf jeden Fall notwendig für den Körper, damit ihr euch ausreichend durchspült, damit ihr dem Körper die Chance gibt, Giftstoffe loszuwerden. Aber ihr könnt zwischendurch in jedem Fall, und das unterstützt das Ganze auch ein Stück weit, zum Beispiel so eine Kakaomilch trinken, also oder eine Schokoladenmilch trinken. Diese Schokoladenmilch oder dieser Kakao hat 525 Gramm und eine Flasche davon hat fast 400 Kalorien. 400 Kalorien, mega, mega cool. Ihr könnt so eine Flasche, wenn ihr arbeiten seid, dabei haben. Die kostet 75 Cent. Ich denke, auch das kann sich jeder am Tag mal leisten. Dann doch besser vielleicht mal einen Kaffee verzichten und sich so eine Kakaomilch holen oder eine Schokoladenmilch holen. Hat einfach 400 Kalorien extra. Also meine Empfehlung auf jeden Fall sowas zwischendurch mal. Ich trinke das auch nicht täglich und auch vielleicht nicht jede Woche, aber alle zwei, drei Wochen mal hole ich mir sowas, weil ich sowas erstmal mag und weil ich weiß, dass es Kalorien mit sich bringt. Tatsächlich sogar in so einer Flasche 20 Gramm Eiweiß drin sind, also wirklich in Ordnung. Das sechste, glaube ich, und letzte Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist die Limonade. Und ich halte sie extra mal so, dass man die Marke jetzt nicht unbedingt sieht. Auch beim Discounter gekauft. So eine Limonade kostet euch mit Pfand 65 Cent. So eine Flasche an sich ohne Pfand kostet euch 39 Cent. 1,5 Liter 39 Cent. Ich habe das Ganze gerade mal im Internet nachgeguckt. In so einer Limonade haben wir jetzt 600 Kalorien auf 1,5 Liter. Klar, 1,5 Liter ist jetzt nicht das Beste vom Zucker her, keine Frage. Aber ich denke, wenn wir das vielleicht halbieren, ja, jeden Tag 750 Milliliter Limonade trinken, ist nicht unbedingt schlimm und wirklich in Ordnung. Dann haben wir 300 Kalorien mehr, als wir am Vortag hatten. Und wenn wir das so durchziehen, können wir damit garantiert auch ein Stück weit zunehmen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem kleinen und kurzen Video oder meinem Review über das, was ich snacke oder was ich dir empfehle zu snacken, geholfen habe. Wenn das so war, kannst du dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Damit würdest du mir helfen, YouTube zu zeigen, dass das ganze Thema zunehmend relevant ist. Und wenn du nichts mehr Wichtiges zum Thema zunehmend verpassen möchtest, dann solltest du einfach mal kostenlos den Kanal abonnieren. Denn in nächster Zukunft wird noch was richtig, richtig Cooles auf euch zukommen.